Ja, herzlich willkommen zum Thema Gesundheit, betriebliche Gesundheitsförderung. Mein Name ist Brigitte Zadopilek, ich bin Geschäftsführerin des Unternehmens Stresscoach.at mit Sitz in Buntramsdorf. Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren ausschließlich mit dem Thema Stress am Arbeitsplatz, Stress- und Burnout-Prävention und die Themen, die dazugehören, wie Konzentrationsfähigkeit halten, Brain Fitness, die geistige Leistungsfähigkeit halten und die Entspannungsfähigkeit trainieren. Ja. Und in unseren Seminaren werden wir immer konfrontiert mit sehr vielen Fragen. Sag mir denn, wie schaffe ich denn dieses Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung? Wie kann ich denn da besser in den heutigen Lebens- und Arbeitswelten durchnavigieren? Wie schaffe ich es, so diese Balance zu halten, wenn so mega viel zu tun ist zwischen Speed und Keep, zwischen Beschleunigung und Entschleunigung, wenn ich doch so wenig Zeit habe, für meine persönlichen Bedürfnisse überhaupt darauf zu achten? Wie schaffe ich es denn, diesen Ausgleich zwischen Job oder wie schaffe ich es, einen Ausgleich in meinem fordernden Job zu machen? Und wie kann ich denn meine Mitarbeiter motivieren, wenn wir so viel Druck haben? Und ich möchte Ihnen heute einfach ein paar Impulse mitgeben, Impulse zum Thema gesundes Führen. Worauf kommt es denn an? Was sind denn so die Faktoren, die die individuelle Gesundheit fördern? Was sind denn die Faktoren, die uns gesund erhalten und nicht, die uns krank machen? Es muss auch jene geben, die schauen, was macht uns denn krank und wie kommen wir dann wieder aus der Krankheit raus? Und wir sind ausschließlich in der Prävention tätig. Das heißt, wir schauen uns an, was hält uns denn gesund am Arbeitsplatz, damit wir unsere Leistungsfähigkeit gesund bis ins höhere erwerbstätigen Alter halten können. Und wir haben es mit einer enormen Stressorenvielfalt im 21. Jahrhundert zu tun. Eine enorme Stressorenvielfalt, neue Stressauslöser, Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, Hektik, Just-in-Time-Production, auch demotivierendes Führungsverhalten, Ansprüche, Zielvorgaben. Also es ist eine breite Palette an individuellen Stressauslösern, die dann auch noch zusätzlich dazukommen. Und die Frage ist, wie kann ich in diesen veränderten Lebens- und Arbeitswelten gesund eben durchnavigieren, ohne krank zu werden. Und krank ist auch so das Stichwort für das nächste Slide. Jeder 15. Krankenstandstag hat bereits psychische Ursachen. Seit 1994 haben sich die psychischen Krankheiten mehr als verdoppelt und weltweit laut WHO sind psychische Erkrankungen mittlerweile an erster Stelle seit 2010. Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Zwangsstörungen und mit diesen psychischen Belastungen müssen sich auch Führungskräfte heute mehr und mehr beschäftigen. Das heißt, es geht darum, das Thema Gesundheit als Werkzeug, als Ressource ins Führungsspektrum einfach mit hineinzunehmen. Und mich würde jetzt gerne interessieren, wenn Sie bitte die Hand heben, wer von Ihnen ist denn Führungskraft mit Personalverantwortung hier? Geht auch einige zeigen zaghaft auf, trauen Sie sich nur. Ja? Also Sie haben Vorbildwirkung zum einen, Sie stehen selber auch in dem Spannungsfeld zwischen Druck von oben, wie viel Druck kann ich weitergeben, Vorgaben. Also das ist ein enormes Spannungsfeld, in dem Sie selber stehen. Und Sie werden aber ganz genau beobachtet auch als Führungskraft, wie gehen denn Sie mit Druck um, wie gehen denn Sie mit Stress um. Ihre Mitarbeiter beobachten Sie ganz genau, ja, und machen Sie ihnen dann oft gleich. Das heißt, Gesundheit als Instrument mit hineinzunehmen, da reden wir vom salutogenetischen Führungsmodell. Das ist jetzt nicht ein besonders neues Führungsmodell oder ein zusätzliches, sondern es geht einfach darum zu fragen, was erzeugt denn so Gesundheit? Was hält uns im Arbeitsprozess gesund? Ja, abseits vom Apfelkorb und vom Wasserspender. Vor 10 Jahren, wie wir begonnen haben, waren so betriebliche Gesundheitsförderungsthemen, Apfelkorb, Wasserspender, vielleicht ein bisschen mobile Massage noch. Und heute sind wir bei ganz anderen Themen, nämlich es muss für mich stimmig sein, das, was ich mache. Ja? Es muss für mich handhabbar sein. Das heißt, ich muss die Mittel und die Wege zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich meine Arbeit überhaupt machen kann. Stichwort auch Zeitdruck, Zielvorgaben fallen da hinein. Es muss für mich bedeutsam sein als Mitarbeiter. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, dass ich einen wesentlichen Beitrag leiste
zu dem Firmenergebnis, einen wesentlichen Beitrag zu dem Output, was da herauskommt. Es muss für mich auch verstehbar sein. Das heißt, zu Deutsch, es muss für mich einen Sinn machen, was ich da mache. Wenn das für mich keinen Sinn macht, dann werde ich demotiviert, dann gehe ich in die Frustration, gehe in die innere Kündigung und irgendwann werde ich dann krank werden. Ja? Das heißt, Aaron Antonovsky, der diese Salutogenese entwickelt hat, der sich das genauer angeschaut hat, spricht hier vom Kohärenzgefühl, nämlich es muss für mich stimmig sein, was ich mache, es muss Sinn machen, ja, und ich muss authentisch agieren können. Weil wenn ich nicht authentisch sein kann, dann hat das Auswirkungen auf meine Psyche, auf meine Seele. Und das sind urkindliche Bedürfnisse, von denen wir da reden. Und es ist egal, in welcher Hierarchiestufe ich bin, erste, zweite Ebene, Vorstandsebene. Diese grundpsychologischen Bedürfnisse, diese kindlichen Bedürfnisse haben wir alle in uns noch immer drinnen. Es muss Sinn machen, ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden, ich möchte gelobt werden, ich möchte wertgeschätzt werden für das, was ich tue. Ich möchte eine Eigenkontrolle über meine Arbeit haben. Es muss transparent sein für mich. Das, was du mir sagst, muss ich gut nachvollziehbar können. Und wenn es da konträre Ansprüche gibt oder Anweisungen, ja, dann kennen wir uns nicht aus und dann macht das was mit uns. Und es ist ein Unterschied, ob etwas einmalig daherkommt, so ein Stressauslöser, oder ob ein Stressauslöser ständig daherkommt. Also, dass ich ständig auch Wertekonflikte habe, dass ich ständig Sinnfragen mir stellen muss. Ja? Ich muss das Gefühl haben, dass ich selbst etwas bewirke, also diese Selbstwirksamkeit, das ist Empowerment, das sind Begriffe aus der betrieblichen Gesundheitsförderung. Das ist ganz, ganz wichtig für die individuelle Gesundheit. Und das Führungsverhalten beeinflusst maßgeblich die Mitarbeitergesundheit. Und auch die Vorbildwirkung beeinflusst maßgeblich die Mitarbeitergesundheit. Ja, und es gibt eine finnische Längsschnittstudie von 1981 bis 1992. Sie sind schon recht alte Studien, aber die Finnen, die sind uns schon um 30 Jahre in der betrieblichen Gesundheitsförderung voraus. Und von denen können wir uns sehr gute Informationen auch holen. Die Chance, dass sich die Arbeitsfähigkeit erhöht, ist bei Anerkennung durch Vorgesetzte, also bei ein bisschen erhöhter Anerkennung, um 3,6-fache höher, als wenn ich jetzt verstärkte körperliche Freizeitaktivitäten mache oder am Arbeitsprozess die Arbeitsschritte von der Monotonie hier verringere. Also allein das, ich sage, Menschen lassen, wertschätzen, Anerkennung, Rückhalt geben, Rückendeckung geben, Stresspuffer für seine Mitarbeiter sein, ja, kann ich hier Produktivität fördern, kann ich die Arbeitsfähigkeit wesentlich stärker beeinflussen, als wenn ich noch die Daumenschraube ein bisschen anziehe und die Ziele noch ein bisschen höher schraube. Und wovon reden wir da? Ich sage immer, eigentlich reden wir vom gesunden Hausverstand, weil Wertschätzung, zuhören können, aktives Zuhören, es menschen lassen sollten sollte eigentlich der Rucksack sein, den ich mitbringe schon für meine Führungsaufgaben. Das bräuchte man ja eigentlich theoretisch gar nicht trainieren. Aber aufgrund dieses Spannungsfeldes, durch das Führungskräfte hier sehr, sehr stark gefordert werden in unseren heutigen Arbeits- und Lebenswelten, bleibt es halt oft auf der Strecke. Und da haben wir halt zu wenig Zeit dafür. Ja, und das macht was für uns, wenn wir wertgeschätzt werden, nämlich auf der neurobiologischen Ebene. Der Gerald Hütter, Gehirnforscher, beschäftigt sich sehr, sehr viel damit, was bewirkt es in unserem Gehirn, wenn wir Wertschätzung erfahren. Das hat was mit den Hormonen zu tun. Wir schütten einen gesunden Hormoncocktail aus, wir schütten Serotonin, Dopamin, Noradrenalin aus, wir schütten Endorphine aus, Glückshormone, all das, was wir für einen gesunden Gehirnstoffwechsel gut brauchen können. Und aufgrund dieses Hormoncocktails, ja, kommen wir wieder in die Motivation. Und kommen wir auch dahin, dass wir uns intrinsisch wieder motivieren können. Also die letzte Motivationsmöglichkeit, weil Geld und Fringe-Benefits und
ist auch eine Form der Motivation, aber die letzte Motivation muss immer aus mir herauskommen, um auch einmal über meine Grenzen vielleicht arbeiten zu können, punktuell, um gut mit Belastung umgehen zu können. Das heißt, das macht was mit meinem Selbstwert, mit meinem Selbstvertrauen, mit meiner Eigenmotivation, mit meiner Selbstwirksamkeit. Und man weiß auch, dass Wohlbefinden aufgrund von einer hormonellen Ausschüttung einfach unser Immunsystem stärkt. Und wenn mein Immunsystem gut funktioniert, bin ich auch weniger krank. Das heißt, wenn wir Trainings für gesundes Führen anbieten, dann geht es nicht darum, jetzt ein neues Führungsmodell zu implementieren, zu diesen Führungskräfteentwicklungsprogrammen, sondern wir beleuchten einfach das, was da ist, mit der Ressource Gesundheit, dass man die Gesundheit, dass ich weiß, wie entsteht Gesundheit, wo kann ich ansetzen, dass ich das einfach als weiteres Führungswerkzeug mit hineinnehme in mein Führungsspektrum. Da geht es natürlich sehr ums Bewusstmachen, ums Reflektieren, ums Rausnehmen, selber mal aus dem Hamsterrad, um nachzudenken, um etwas bewerten zu können. Da geht es um meine Vorbildwirkung, dass ich die reflektiere, um meine Verantwortung auch zwischen Selbstfürsorge für mich selber, aber auch der Fürsorgepflicht, die ich Mitarbeitern gegenüber habe. Führungskräfte haben eben auch diese Fürsorgepflicht im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das heißt, es geht auch darum, gesunde Dialoge zu implementieren, in Form von zum Beispiel dem anerkennenden Erfahrungsaustausch für Mitarbeiter, die eh brav für sich hinarbeiten, die wenig Fehlzeiten haben. Da sagen wir ja oft, naja, arbeiten nicht brav für sich hin und die müssen uns nicht kümmern. Aber die ständig krank sind, ja, die ständig über Belastung jammern, die ständig stöhnen, na, um die müssen wir uns kümmern. Und dieser anerkennende Erfahrungsaustausch ist ein sehr wertvolles, wertschätzendes Instrument innerhalb der BGF, wo wir sehr viel auch an Ressourcen erfahren von den Mitarbeitern. Ja, was machst du denn für deine eigene Gesundheit, aber was macht auch das Unternehmen aus deiner Sicht für deine Gesundheit, dass du dich hier wohlfühlst, dass so dieser Hormoncocktail ausgeschüttet wird. Also ich kriege weiter wirklich viele, viele Informationen daraus. Naja, und dann für die krank oder die häufige Krankenstandstage haben, na, da gibt es dann die Entlastungsgespräche, Belastungen sortieren und für Entlastungen sorgen. Und das ist ein sehr Coaching-begleitendes Entlastungsgespräch, wo ich hier die Lösungskompetenz wieder von den Mitarbeitern fördere. Ja, ich freue mich über Ihre Fragen. Ich habe Ihnen am Anfang ein paar Fragen aufgeworfen. Wenn Sie ähnliche Fragen haben oder Fragen konkret zu Ihrem Unternehmen, freue ich mich, wenn wir den Dialog dann am Stand fortsetzen. Stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Danke fürs Zuhören, fürs Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wiedersehen.